Haben für unsere Basisstation bisher vier Temperatursensoren programmiert. Hier über die Referenzattribute. Hier werden die referenzierten Objekte ja erzeugt. Und dann hatten wir vier Methoden, um jeweils die aktuellen Messwerte anzufragen, also abzufragen bei dem jeweiligen Sensor, der dann ja hier messen soll. Jetzt möchte ich das Programm erweitern, und zwar so, dass bezüglich der Temperatur jederzeit die Durchschnittstemperatur berechnet und bekannt gegeben werden kann, also zurückgegeben werden kann. Was braucht man, um einen Durchschnittswert auszurechnen? In dem Fall natürlich die Summe aller bisherigen Messungen von der Temperatur und die Information, aus wie vielen Messungen besteht diese gebildete Summe. Weil so berechne ich ja letzten Endes den Durchschnitt. Die Summe aller Werte geteilt durch die Anzahl. Das heißt, diese Information, die ich hier in der Methode Temperaturabfragen bekomme, ist ja nur die gerade gemessene Temperatur. Die Summe und die Anzahl muss ich mir jetzt noch extra merken. Wie merke ich mir Informationen in einem Programm? Mit Hilfe von Variablen, bei uns also mit Hilfe von Attributen. Deswegen lege ich jetzt hier oben zwei neue Attribute an. Einmal Temp-Summe, also die Variable, mit der ich die Summe aller bisherigen Temperaturwerte, die gemessen worden sind, speichere. Und eine Variable Anzahl Werte, in der ich mir merke, aus wie vielen Messungen besteht denn diese obige Summe? Jetzt stellt sich die Frage, okay, die Temperatursumme und die Anzahl der Werte muss sich ja bei jeder Messung entsprechend ändern. Wo sollte das passieren? Naja, logischerweise dort, wo die Temperatur gemessen werden soll, also in der Methode Temperatur abfragen. Denn sobald ich der Basisstation sage, sie soll mir eine Temperatur oder die aktuelle Temperatur liefern, wird ja gemessen. Das heißt, dann wird die Temperatursumme um den gerade gemessenen Wert, den hier, erhöht und natürlich die Anzahl Werte um 1 erhöht. Also, wie schreibe ich sowas in Java? Wenn ich den Attributwert von Temp-Summe um diesen Wert erhöhen möchte, denke ans Bankkonto, Kontostand ist gleich Kontostand plus Betrag. Damit haben wir damals angefangen, also der bisherige Kontostand plus der hinzugefügte Betrag ergibt den neuen Attributwert. Genauso funktioniert es hier. Temp-Summe bekommt einen neuen Wert, und zwar bestehend aus dem alten Wert plus dem gerade gemessenen, also dem hier. Gleichzeitig Anzahl Werte ist gleich Anzahl Werte plus 1. Der alte Attributwert plus 1 ergibt den neuen Wert für dieses Attribut. Übrigens eine kleine Randbemerkung hierzu. Das kann man auch kürzer schreiben, eine solche Zeile, und zwar durch Anzahl Werte plus plus. Das ist einfach eine Kurzschreibweise, die Java anbietet für genau diese Wertzuweisung, die hier steht. Soweit, so gut. Jetzt könnte ich zumindest schon mal den Durchschnitt berechnen. Allerdings funktioniert die Temperaturabfragenmethode jetzt nicht mehr so ideal wie noch vorher. Warum? Ich habe hier zwei Messungen, die durchgeführt werden. Einmal hier und einmal hier. Das ist in der Realität wahrscheinlich innerhalb dieser kurzen Zeit, die das Programm bräuchte, kein Problem. Allerdings im Temperatursensor werden ja Zufallswerte passend zur Jahreszeit erzeugt. Das heißt, bei diesen zwei Methodenaufrufen, hier und hier, da könnten tatsächlich ziemlich verschiedene Werte rauskommen. Irgendwie plus minus 5 Grad meinetwegen. Und dann steht es natürlich zum Widerspruch. Ich gebe eine andere Temperatur zurück als die ich gerade zur Temperatursumme dazu addiert habe. Würde ich also das irgendwann händisch nachrechnen, würde ich wahrscheinlich auf zwei verschiedene Ergebnisse kommen.
Deswegen wollen wir das so lösen, dass an den beiden Stellen garantiert mit dem gleichen zuletzt gemessenen Temperaturwert gearbeitet wird. Dazu mache ich Folgendes. Diesen Methodenaufruf hier, diese Temperatur, die ich daraufhin zurückbekomme, die merke ich mir wiederum in einer Variable. Und zwar nenne ich die Akttemp, aktuelle Temperatur. So, jetzt ist also nach der ersten Zeile der gerade gemessene Temperaturwert hier drin gespeichert. Dann kann ich den natürlich auch dort verwenden und hier drauf addieren. Das ist jetzt einfach ein bisschen umständlicher als vorher. Aber wenn ich jetzt hier unten auch Akttemp schreibe, dann ist jetzt garantiert, dass an den beiden Stellen natürlich mit dem gleichen Wert gearbeitet wird, und zwar der, der hier gemessen worden ist. Gut, so viel dazu. Jetzt klicke ich einmal auf Übersetzen. Dann sagte mir, cannot find symbol. Die Variable Akttemp kennt er nicht. Warum kennt er die Variable nicht? Naja, weil wir sie noch nirgendwo definiert haben, dass es sie gibt. Das heißt, ich könnte sie jetzt hier zum Beispiel als Attribut mir noch deklarieren, und jetzt ist der Fehler auch verschwunden. Jetzt funktioniert also die Temperaturabfragenmethode genauso wie vorher. Sie gibt die aktuelle gerade gemessene Temperatur zurück, und dazwischen werden eben die Tempsumme und die Anzahl der Werte passend aktualisiert. Und damit kann ich mir jetzt hier unten eine neue Methode schreiben, Durchschnittstemperatur berechnen. Die soll einfach nur die Durchschnittstemperatur berechnen und zurückgeben, logischerweise. Die Methode braucht keine Parameter. Warum? Alle Informationen, die wir zum Berechnen des Durchschnittes brauchen, kennt das Objekt mit seinen Attributen. Das heißt, keine Zusatzinformationen von außen sind nötig, also keine Parameter. Dann kann ich also hier sagen, einfach Tempsumme geteilt durch Anzahl Werte, das ist der Durchschnitt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich merke mir dieses Ergebnis wieder in einer Variable Durchschnittstemp und gebe die danach zurück. Dann wird jetzt hier der gleiche Fehler wie eben auftreten. Ich muss das hier noch als Attribut festlegen. Da ich aber diese Durchschnittstemperatur später nicht mehr irgendwie zum Weiterrechnen brauche, kann ich mir das alles sparen, dass ich dafür extra eine Variable hernehme. Und stattdessen mache ich Folgendes. Ich schreibe vor die Rechnung das Return. Das heißt, was passiert? Zuerst wird berechnet, der Durchschnitt. Und Return ist immer das Letzte, was passiert. Das heißt, nach dem Berechnen wird genau dieses Ergebnis direkt zurückgegeben, ohne es irgendwie zwischenzuspeichern. Es ist nicht verkehrt, es zwischenzuspeichern, aber in dem Fall kann ich mir den Aufwand sparen, weil ich es in meinem Programm jetzt hier nicht weiter benötige. So, was solltest du jetzt gelernt haben? Im Prinzip ja nicht viel Neues, allerdings jetzt diese Zusammenarbeit mit Methodenaufrufen, die Werte, die ich daraufhin zurückbekomme, und den Attributen, also dass ich mir darin Informationen merken kann, um mit diesen dann letzten Endes zu arbeiten. Keine leichte Aufgabe zum jetzigen Zeitpunkt, aber schau es dir sonst bitte nochmal in Ruhe einfach an. Denn es ist wichtig, diese Denkweise, diese Logik zu verinnerlichen, da wir sie zum Problemlösen immer wieder brauchen werden.